to take me for a runaway. I guess I'm a little torn. My life is on the highway, my song's on the radio. I cannot deny, I love being wild. And when the light's out, I'm moving on. I cannot deny, I aim for the sky. So when they are gone, then we are out. We're talking about a good time. We're chasing every moment, all the good nights. We're always looking out and it's a good life. Liebe Triple F, liebe Friends, Family und Fans. Willkommen zurück zu einem weiteren Livestream hier bei uns auf unserem Kanal. Dienstag mit VDS und Freelancern hier zusammen wieder ein bisschen DCS, das Digital Combat Simulator. Wir haben eine lustige Mission wieder. Die labern schon wieder Scheiße im Discord. Ich klatsche mal das hier hin. Hallo. Hallo. So, ich zeige euch mal kurz das Briefing, wenn ich dann
fähig wäre. Da. Operation Kronkorken heute. Das kann er nicht. Die Idee ist von Intruder, Missionsbauer der Duffy. Das Ganze findet im Kaukasus statt. Wieder mal. Das ist genau die letzte Mission. Der alkoholfreie Bier verabscheut und ich habe ihm trotzdem eins gegeben. Nach dem dritten sagte, boah, der saut ganz schön rein hier. Ich bin schon fast besoffen. Oh Gott. Ja. Das ist Placebo-Effekt. Ja. Ja. Funktioniert super gut. Deine Augen haben sich jetzt an die Dunkelheit gewöhnt. Die Lage. Wir haben drei Aufgaben. So, wo ist denn jetzt? Und zwar in erster Linie sollen wir einen Hafen vermieten. Sonst sehe ich wieder hier. Und dafür brauchen wir ein bisschen Ablenkung. Bullseye. Wir haben diese drei Flights: Hawk Flight, Eagle und Tiger Flight. Ich werde im Tiger Flight fliegen. Weil du ein Lappen bist. Wir haben Hawk Flight, die werden als erste starten. Die werden ein bisschen AAA hier oben kaputt machen. Wo ist denn das? Ach, da ist dann haben wir Eagle Flight, die machen Cap. 08. Sobald da die AAA weg ist, werden die ein bisschen. Und da rundherum einfach nur die Snickers runterlassen. Podimo. In dem Hafen die Snickers runterlassen, genau. Aber direkt im Hafen, nicht außenrum im Hafen. Da haben wir ja auch einen schönen. Aber können noch ein bisschen außerhalb vom Hafen. Unser Ziel hier, wir müssen Bomben werfen als Wasserminen. DCS hat ja leider keine Wasserminen, deshalb nehmen wir Bomben, MK82er Snake Eyes. Also ich würde sonst hier so mit so Bremsfallschirmen, nee, es sind eben nicht Fallschirme, sind so Bremsdinger, dass sie ein bisschen langsamer nach unten fliegen. Genau. Also, wir müssen ja nach... Drei. Rule of Engagement, Tiger Flight Return, Fire Only, Escape and First... No Radar Use, okay. Also von meinem ersten Punkt weg bis, was weiß ich was, bis Eingang Hafen, dann das zweite da in der Mitte und das dritte dann hoch den Rest halt, ne? Ja. So. Ja, das ist die Aufteilung. Weiß noch, ich wie man die, was wieder weg. Ihr müsst mich ja nicht zwingen sehen. Mit Steuerung R oder Steuerung, Alt-Z, glaube ich. Alt-Z, ja. Ja, genau, irgend sowas. Alt und Z. Links, Alt-Z, genau. Ja. Ja, da genau, ein bisschen, kann ich da ein bisschen größer machen, 25. Also hier, Tiger Flight, Banana ist Lead, ich bin dabei, der Survival ist dabei, wir haben hier drei komplett unterschiedliche Flieger, wir haben eine F5 Tiger, eine Hornet, einen Harrier. Verbindet sich das noch, wenn ich schon auf dem Server bin? Close Air Support haben wir hier, die Hawks, Falcon und Echo machen da ein bisschen Action, Air to Ground. Und dann Eagle. Die machen Cap, Flag, Demon und Elmo. Ja, 1.7 Version, 1.703. Percy ja leider nicht dabei, der hat kurzpflichtig abgesagt, genauso wie die Punish. Ja, die 1.702 müsste auch gehen. Genau, Jackhammer kommt wahrscheinlich später, also gar nicht. Gut, dass ich extra nochmal aktualisiert habe. So, ich klatsch jetzt hier erstmal ein bisschen Sachen. Kostet ja nichts. Hoch und dann mache ich das Spiel auf und dann könnt ihr euch mal umsehen. Ich hab gar nicht, weil ich immer so komisch grinsen muss, damit es meine Brille hochhebt, damit ich was sehe. Weißt du, wenn ich grinse, dann schieben sich meine Backen nach oben oder meine, ja, halt so die Backen und dann geht die Brille nach oben und dann sehe ich was. So. Ja, so. Ich zeige euch jetzt erstmal noch ein bisschen mein Gesicht nochmal. Solange das hier tiefschwarze Nacht ist, ich kann auch das NVG noch nicht anmachen, ich kann auch die Taschenlampe noch nicht anmachen, ich mache erstmal das hier. Steht was im Briefing? Gucken wir mal. Da, können wir ein bisschen Logo angucken. Wie gesagt, Mission haben wir angeguckt, kurz das Briefing. Wer alles dabei ist, haben wir auch angeguckt. Genau, dann warten wir jetzt auf den Flecki. Jeder voll oder was? Ja, also ich nehme sicher einen Center Tank mit. Und wir starten in Novorossiysk. Falcon, was nehmen wir mit? Briefing. Also wir haben eine SA3 und AAA. Ich weiß nicht. Da starten wir, oder? Ja. Ja, also wenn Stiemen da zieht, man doch, guck doch einfach nur aus dem Cockpit. Genau. Auf jeden Fall würde ich sagen, jeder mindestens eine haben. Ja. Und wenn es noch irgendwie passt, Loadout-mäßig, muss ich gleich auch mal ausprobieren, dann noch ein bisschen GBOs dunkel oder so. Ja, oder Mavericks. Mal gucken. Oder? Ach,
60. Ja, stimmt, das ist auch eine gute Sache, ja. 160 nautische Meilen, nee, dann müsste ich normalerweise. Kommt ja darauf an, wie viel das sind, aber wenn wir eine. Ja, die Harms, gucken. Dann würde ich zwei Harms mitnehmen für alle Fälle. Gedauter sind also, ich würde sagen, Prio hat die SA3. Mhm. Und alles irgendwo andere kann man dann ja auch noch. Wahrscheinlich hier stehe ich irgendwo. Active Runway war, was war? 15. Also starten wir Richtung Süden. Und wir müssen hin nach. Das stimmt. Ja, also wenn, dann würde ich auch Target Pod mitnehmen und dann GWUs. Oder halt, wenn du willst, kannst du auch gerne Level X nehmen. Mich verarscht. Ist ja kein Problem. No. Okay. Novorossiisk war doch das Ziel. Oder? Ah, jetzt gepennt, oder was? Mit dem Targeting-Pod kann ich das, glaube ich, nicht. Wollen die mich... Moment, wollen die mich verarschen? Man kann den ja leider noch nicht an die Seite ranhängen. Ich würde schon einen mitnehmen. Ja, sonst fliege ich ugly. Nee, taubst du, genau. Also, das dachte wir warten ich jetzt noch auf Fleck, oder? Jo. Ja, da wir ja... Fleck ist ja... eh später losfliegen, würde ich sagen, fangen wir doch mal an. Ihr wollt ohne euren Lied anfangen. Eieiei, was der wohl dazu sagt. Ist mir wurscht. Die ist mir wurscht. Oh Gott. Ist sie wurscht. Ah, oh, herrlich, ich sehe was. Das ist so taghell. Ja, das stimmt, das ist okay. Ja, stimmt, taghell. Mir ist irgendwie eingefallen, ich kriege ja die F5 und die hat kein Navigationssystem. Nein! Aber. Ja, als Lied eher so optimal, oder? Naja, ich finde es einfach so ein Arschgefühl. Ja, das müsste ja nur an der Küste lang. Nabend, Männer. Blackie! Nabend. Ist er ja. Hallo, Nabend, wenn du willst, kann Nabend. Ich ja vorfliegen. Ich hab übrigens. Aber du hast doch Radionavigation, oder? So. Nur Tarkan. Nur Tarkan. Kein NDB. Nee. Schade. Ich fliege übrigens mit meinem neuen Gear hier. Gibt es sehr wenig Tag an. Um genau zu sein. Krass. Ja, ich hätte jetzt ein im Angebot direkt neben, aus. Neben der Stadt. Ja, schick. Aber du kannst dir einfach, mein, du bist Lead, du kannst dir einen dazu verdonnern, dass er da sagt, wo du hinfliegen sollst. Genau, habe ich nicht gedacht. Einfach immer nur in Richtung Feind vorne Feuer, da ist die richtige Richtung. Ja, geht ja darum, dass das auf eurer Route keiner feuert. Das ist 80 Kilometer aufgelöst und das passt. So, ein bisschen Luft. Also, wir müssen ziemlich tief fliegen hier, das ist die Idee. Was war das denn? Aua! Sag mal, Eamon, hast du dein Mikrofon auch unterm Hintern? Warum denn? Weil es unheimlich raschelt. Ach so, das ist wahrscheinlich, weil das Mikro immer an der Jacke hier reibt, wenn ich so nach ich links gucke. Wo ich denn meinen Push-to-Talk draufsetze. So, Tiger Flight war Radar aus, ne? Tiger Flight muss ganz leise, still und heimlich da rauffliegen. Na, dann schiebe ich den Flieger dahin. Das ist ein guter Plan. Vor die Pferde gespannt. Was hat denn Ork für eine Frequenz? So, IFF ist an, Tarkan, machen wir an. Haben wir ein Dokument? Ist krass, ne? Es ist übel, wie wenig dieses Dokument benutzt. Ich hab das ja ausgedruckt sogar. Ich wollte mich heute eigentlich auch in der Liste da eintragen, aber das hat auch nicht geklappt. Nee, hat nicht funktioniert. Bei mir auch nicht. Jetzt, jeder, der den Link hat, kann da drin editieren. Nee. Da gibt's schöne Pulldown-Menüs, da braucht ihr nur einen Namen auszuwählen. Vielleicht muss ich, ja genau, aber. Ach das. Da muss ich so, wahrscheinlich danach noch speichern. Was war für ein Fly? Nee, das speichern wir automatisch. Das Dokument habe ich nämlich nicht. 2, 4, 5, weil ich habe mich nämlich eingetragen und dann 2, 4, 5, 100, dann gehen wir hier gehen auf die Gar. Was ist passiert? 2, 40. Was war denn nochmal die Ops-Frequency für SRS? Und die Guard-Frequenz meinst du?
Gibt es denn jetzt eine Treffpunktfrequenz oder nehmen wir die aus dem Flug? Um ja, quasi am Boden zu kommunizieren. Für die Bodenkommunikation auf dem Flugplatz gilt die Flugplatzfrequenz, das ist 259.0. Ja, Tarkan können wir eigentlich ausmachen, das brauchen wir nicht. So also weit, Echo? So gut. Das ja. Zeug haben wir, ich Saft haben wir. Zwei Harms, eine Bombe und einen Tank mit. Okay. So, also ich habe auch zwei Harms, zwei Mavericks. Banana, ja, was möchtest du von mir? Kinder. Hä? Ich möchte was von dir. Seit wann weiß ich denn was von dir? Ja, ich kann auch nackt mitfliegen, so ist es nicht. Ach so, du willst wissen, was du mitnehmen sollst. Ja, Tiger Flight, wir legen Minen. Ja, wie viel Sprit? 1, 2, 4, 12? Du musst ja noch ein bisschen mehr Sprit mitnehmen. maximal 2 Tanker. Dingetanker, du fliegst zur Hornet, oder? Ja. Ja, dann soll ich einen ETM-Bot mitnehmen? Ja, gerne. Was fliegst du denn? Wing, oder? Wing? Wie heißt der? Harrier. Ja, dann bitte, genau, dann bitte ECM-Pod mitnehmen. ECM-Pod, dann nehme ich 2 Tanks mit und... Ja, weiß genau, nicht, wie sieht's mit der Selbstverteidigung aus? Weil Selbstverteidigung werden wir auch was brauchen. Ich habe 2 Sidewinder dabei. Ja, Come over here! You stupid headless freak! Jawohl, Percy, man! Geiler Typ! Geiler Mann, ja, geiler Mann! Nimm du 2 Sidearms mit. Und der Seamer nimmt 2 Sidewinder und 2 Sparrows mit. Okay, 2, jawohl. Dann kann ich jetzt noch, nehme ich noch 2 Tanks mit. Genau, dann Seamer, dann fliegst du auch 2 Tanker. Ja. Also 2 Tanks und dann hängst du dir quasi unter die Flügel und in die Mitte noch Snake Eyes. Also irgendwelche Retarded Bombs. Okay. Also. Soll ich jetzt Snake Eyes oder eher mitnehmen mit Fallschirm? Das ist egal. Ich nehme eher mit. Wie machen wir das? Guard ist dann eher so für Snake Platzfunk Eyes. Und Papa Bear für Missionsfunk? Oder wie ist das gedacht? Nix Woodland hier. Der Platzfunk ist die 259.0. So. Okay. Guard-Frequenz ist die 240.0. Ist ein bisschen jo. Null, ein bisschen... Und Guard, Papa Bier ist 242, ne? Richtig. Und für die vorher noch nicht da waren, der Hawkflight geht zuerst raus. Die anderen bleiben noch auf dem Boden, ne, falls man nochmal nachtanken muss. Und wenn der Hawkflight sagt, dass der Eagle Flight durch kann, da kann auch direkt der Tiger Flight mitfliegen. Also erstmal Ablenkung schaffen, dass der Gegner beschäftigt ist und dann kann auch Tiger Flight raus. Oh. Der Eagle Flight geht aber gleich mit dem Hawk Flight mit, oder? Negativ. Ihr könnt ja noch so lange auf dem Boden bleiben, bis die Bresche geschlagen ist. So weit bis zur Grenze ist es ja von Godard. Okay. Eagle Flight, was nehmen wir für Waffen mit? Spam Ram. Also nur zur Information, die Grenze ist so circa 30 nautische Meilen weit weg. Guck mal. Ich könnte eigentlich jetzt das hier wieder aufmachen. Okay. Klack. So, ich habe 6 eher mit Banana. Genau. Haben wir Wegpunkte? Selbstverständlich. Ah ja, ich sehe es ja schon hier. Mein Gott, blöde Frage. So, das Lämpchen brauchen wir eigentlich auch nicht mehr, weil wir haben Saft in der Mühle. Dann. Ja, hier haben wir mal. Also ich mute mich mal hier. Den Ruf. Ja. Ach, was war jetzt? Mal kurz muten hier. Ne, 251. Negativ. Was für ne? So. Spiel.
Das ist der Banane. Mal kurz gucken. Ich muss ein bisschen meine Tasten suchen. Ich hab. Fliegt das heute das erste Mal mit meinem neuen Gear hier. Das ist der Survival. Ich muss all meine Tasten immer ein bisschen suchen. Mal gucken. Sieht doch schon nicht schlecht aus. Das weiß schon jemand, welche Bahn aktiv ist? Das freue ich mich auch die ganze Zeit. Oh, ich muss. Moment. Moment! Moment! Ich habe alles gemacht, bis auf SRS. Settings. Controls. Hier. Radio 1. Button. Set. Vorne. Ja. Mich verarscht jetzt. Wieso will es es jetzt nicht? Codata Traffic, Hawk Flight, Taxiing to Runway 15 via X-Ray and Alpha. Toll. Moment. Das ist jetzt ganz schlecht. Ich habe alles belegt, bis auf das Shit SRS, ey. Wieso erkennt ihr das nicht? Clear. Clear. Erkennt die Scheiße nicht. Nochmal neu starten hier kurz. Was ist es denn? SRS Client. Yes. Come on. Hast du nicht mal vorbereitet, ne? Controls. Set. Jawohl. Set. Jawohl. Und noch kurz die IP nochmal haben. Ich mache mich auch mal stumm. Darf ich? Bin dann gleich auf der 242. Darf ich hört? Kannst du mir kurz die SRS-Frequenz nochmal geben? Ich muss sie neu connecten. Die IP? Gerne, ja. Das ist die 217. 254. 237. 8-0. Okay. Ich hoffe, es funktioniert. Boah, wird schon. Ja, Sima ist wieder da. Radio Check okay. 2541. 555. Copy, ich habe leider nur eine Funke. Ich würde jemand anderen bitten, auf Platzfrequenz zu gehen und uns dann anzumelden, wenn es losgeht, und dann auch später einen von euch, der auf Guard geht. Ja, Copy kann ich machen. Mach ich die Flugfrequenz. Guter Traffic. Hawkfly taking off runway 15. Two, four, five, dot, one, radio check. Ja, Reach of 5. Ja? Reach of 5. Hast du unseren Frequenzwechsel mitbekommen auf die 145300, weil der Markus kann sonst nicht so... Jetzt habe ich doch das Zeug nicht. So, active in die 15. Habe ich das Zeug nicht... Ich brauche unbedingt eine Taste irgendwo für das Discord-Mute rein, ey. Unbedingt. Sima, engines running, all systems green, ready for taxi. Radio check 259.
Das ist doch Flag, read you loud and clear. One engine is running on system screens, ready for deck. So. Sprit haben wir, ich habe zwei Tanks dabei. Genau. Zwei Tanks habe ich dabei. Sechs Bomben. Können wir eigentlich gerade mal einstellen. Stores. Diese da möchten wir gerne haben auf Mode. Auto, Fuse, Nose, E-Fuse, Instant, Drag, Retire, Red. So. Dann müsste das eigentlich easy peasy lemon squeezy sein. Werfen wir die Bomben in einem Überflug Ripple ab oder machen wir mehrmals? Ich würde vorschlagen, wir machen mehrere Anflüge. Okay. Außer wir verteilen uns auf die drei Positionen, die vermint werden sollen und schmeißen dann die Minen jeweils da rein. Ja, wie du willst. Ich habe jetzt sechs Bomben dabei. Ja, ich habe sieben dabei. Gucken wir mal. Gaga. Drei Positionen. Tja, schwierig. Mir ist gerade die Maschine abgestorben. Falsche Taste, wetten. Ja, ich wollte das Gen runterdrehen vom Dingen, vom Nachtsichtgerät und hab versehentlich den Cut-off gedrückt. Ja, sowas habe ich vermutet, ja. Ja, was nehmen wir denn da jetzt? Quantity, was soll ich mal? Drei oder was? Ja, dann zwei Anflüge, da soll ich mal drei Bomben werfen. Genau, zwei Anflüge. Warte, lass mich mal kurz auf die Karte schauen. 50er Intervall vielleicht. Karte. Das reicht überhaupt nicht. 50er Intervall ist schon ein bisschen... Ich meine, das sind schon. Genau, wenn ihr auch mal kurz Zeit habt, auf die Karte zu gehen, dann kann ich euch ungefähr erklären, wie ich es vorhab. Ich hab mich auf der Karte. Du komm. Ich habe nicht nur so drei Markierungen gemacht, diese drei Dinger. Da hatte ich mir gedacht, dass wir die da reinhauen, von Hafen rein gleich. Genau, also ich würde vorschlagen, auf Position 1, einen Moment. Ja, sehe ich, ja. Auf Position 1 wirft einer von uns, und zwar Heading 045, also sozusagen von Süd, also im 90-Grad-Winkel zur Hafeneinfahrt. Man kann das mal kurz markieren, wie ich mir das vorstelle. Und die anderen beiden werden in die andere Richtung geworfen, also 90 Grad versetzt, also Richtung Nordwest. So. Ja, genau, so habe ich mir ausgedacht, ja. Also alle Markierungen, die ich jetzt gemacht habe, die werde ich mit 1 markieren. Ja. Da hätte ich ganz gerne, dass das sozusagen in der Richtung 045 geflogen wird. Das heißt, einer von uns muss vorher wenn wir quasi die Küste hochfliegen, links wegbrechen und dann unter uns durch, wieder nach rechts oder über uns drüber. Und dann in einem Run und dann quasi nochmal in 360 in großen Orbit fliegen und dann nochmal welche drüber legen. Und ich weiß nicht, wer das von euch machen möchte, die südliche Hafeneinfahrt. Ja, den kann wohl ich machen. Ich habe nur 6 Bomben, ne? Also, bei mir ist es ein Überflug eigentlich. Ich hau die mit einem Ripple von, was weiß ich was,
100 Meter haue ich die raus. 100 Fuß. Na, 200 Fuß. Ja, das ist ganz gut. Du kannst auch von mir aus die 6 auf einmal raushauen. Oder du haust 3 raus und machst nochmal einen Überblick, holst nochmal 3 raus. Ich habe auch nicht viel mehr dabei. Nee, ich kann ja auch schon ein bisschen früher. Ich kann ja auch schon ein bisschen früher anfangen. Und die 3 dann die 6 einfach in einem Ripple vorne. Was weiß ich was, 200 Fuß haue ich die dann runter. Genau, dann würde ich vorschlagen, der Seamer legt seine Minen auf Position 2. Ja, das ist das mittendrin, ne? Genau, sehe ich. Jawohl, quasi zwischen die Mauern da, ne? Ja, genau, ja. Okay, 2 Anflüge, einmal hoch, einmal runter, jeweils 3, ne? Genau, ja. Spacing, auch 200 oder weniger? Ja, ich würde auch 200 Fuß machen. Komm. Und vergiss nicht, Tailfuse. Geht nicht. Okay. Ihr werft das Zeug auch im Auto ab, ne? Ne, ich hau die MCCRB raus, weil wenn ich unter 200 Fuß bin, kann ich MCCRB runterlassen. Naja, stimmt. Kann man. Guter Mann. Machen wir das. So, und jetzt habe ich meins auch markiert. Jo, hübsch. Ja, sieht gut aus. Picasso. Ich kann die nur, ich habe ja nur die F5, die hat ja keinen Computer. Das heißt, ich hau die einfach nach Best Guess raus. Jo. Wie hat das mit der Tailfuse funktioniert nicht, oder was? Doch, bei mir schon, aber es geht ja darum, dass es simuliert wird, dass es Miner sind halt. Na, wichtig ist halt, dass sie im Hydrack rausgeschmeißt halt, ne? Das heißt notfalls einfach Nose-Tail. Genau, einfach Nose-Tail, aber es ist halt wichtig, dass die halt mit dem Fallschirm rausgehen, so dass es ungefähr aussieht, wenn du Minen ablegen würdest, weil funktioniert tut es ja sowieso nicht vom Hersteller her. Ja genau, das ist klar, ja. Wir sollten halt damit Minen simuliert werden. Jo. So, bin ich gespannt. Es wird langsam hell, guckt euch ja, an. Ich habe zwei Spare-Bomben dabei. Ich würde dann über dem Wasser mal einen Test machen. Dann könnt ihr mal gucken, ob die bei mir in Hydrack gehen, wenn ich die nur auf Tail stelle. Ja. Musst du das nicht auswählen, das Track? Weil bei der F18 muss ich extra auf Track stehen und dann kann ich Tail nicht mehr auswählen. Keine Ahnung, Hornet fliege ich leider nicht, kann ich dir nicht sagen. Ja? Ne, ich mein bei dir. Bei dir, ja. Musst du das nicht auswählen, dass die denn die Bremsung aufmacht? Ja, fliegt eine F5. Ja. Kann das nicht auswählen. Ich kann meine Bombs auf Nose und Tail oder Tail stellen. Mehr geht bei der F5 nicht. Okay. Das heißt, die Snake Eyes haben automatisch diesen Ding Auslöser automatisch drin, ne? Ja, normalerweise in echt ist es so, wenn du die jetzt auf Tail stellst, dann geht nur hinten das Teil auf, sonst nichts. Wenn du die nur auf Nose stellst, dann ist es wie eine Low Drag. Okay. Weil ich muss bei mir eben den Drag separat einstellen. Von Freefall auf Retail. Ja, ich habe ja keinen MFD und nichts. Das ist bei mir alles klickeli-klack. Ja, weiß ich schon. Aber ich dachte, das hätte vielleicht irgendwie extra einen Schalter nur für das. Aber, ja.
Ja, es wird langsam hell. So, gab es schon irgendein Update vom Eagle Flight? Nee, ich. Warte, ich gehe mal auf den. Ich gehe mal auf die Papa Bär Frequenz. Also, ich habe auf Flughafenfrequenz habe ich gar nichts gehört bis jetzt. So, eigentlich können wir den Radar-Altimeter reinmachen. Wir werden ja ziemlich tief fliegen. Genau, da hoch. Bin ich gespannt. Es gibt ein bisschen. Ja, geht. 85 Meilen der Küste entlang. Wir haben noch keinen Go vom Rockflight. Kein Go. Ja. Aber wir könnten jetzt ja schon mal langsam zur Runway begeben. Müssen wir ganz hoch fahren. Alright, dann Tiger Flight, Taxi to Holding Point 15. That's it. One rolling. Ja, du hast den falschen Kanal angegeben. Ich sag nochmal auf dem Dingens Flight. Ja, mach das ruhig, sonst muss ich die ganze Zeit hin. Tiger Flight, 3 Ship, Taxing to Active. Ja, dann. Two rolling. Ugly Harrier! Ne, die Harrier ist zwar auch geil. Fliege auch gerne, aber viel zu wenig. So vielleicht ein bisschen mehr Harrier fliegen. Vielleicht. Mal sehen. Bei Gelegenheit. Mal gucken. Weil ich da die jetzt haben wir F18 hier. Es könnte Flex sein. Mit Cap. Wieder Stress, der Banana, du. Lecko mir. Ja gut. Auf geht's. Die wilde Fahrt hier. Aber den haben wir. Wie der rumstresst. Gott, wir können nicht vorher fliegen. Eagle Flight, 3 Ship is taxiing to runway. Wie er davon rutscht. Eine Banane. Ich glaube, der hat irgendwas gestohlen oder so. Holy. Das ist ja so eine Tageszeit, wo ich weiß, soll ich jetzt das Nachtgerät aussetzen oder nicht, ey. Coins mir. Hey, ich hab ja Flieger. Radar ist off.
Wir dürfen den Radar nicht anmachen. Stand. So. Ja, gut, ne? Bin ich gespannt. Ich bin zweimal kurz geflogen mit dem neuen Gear hier. Alle Tasten mehr oder weniger belegt. Jetzt bin ich gespannt, ob das so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Und wenn nicht, dann ist halt einfach doof. Genau. Genau, dann ist es halt, ne? Mal gucken. Feld macht Screenshots, okay. Wir haben eine F-18. Ich switch mal auf den Kanal und guck mal nach einem Abweg. Das ist der Flexige. Wer kommt hier hinten? Okay Leute, wir haben Permission for Refuel und clear for takeoff. Verstanden, Refuel in progress. Request refueling. Two. Ja, sind wir gespannt. Muss gleich abgehen wir hier. Schema, ich bleibe jetzt auf der 240, gehst du auf die 259 und meldest uns active dann. Kann ich machen, ja. Was ist denn der Scheiß? Gott, gut da. Jo. Good out of traffic. Tiger Flight. Lining up. Runway. 1-5. Ja, jemand, hast du schon mal ein Line-Up. Sorry. Ja, okay, bin ich fertig. Ja, der wollte bei mir auch gerade motzen hier. Ja. Ah, die Tiger ist nämlich echt langsam. Moment, können wir kurz noch warten? Jo. Ich muss nochmal über die Ground Crew, wahrscheinlich hat es mir das vorhin trotzdem nicht genommen. Bin gleich so weit. Das haben wir nämlich wieder ein Problem. Got out of traffic, Eagle Fly, 3 ship. Holding short at runway 24. Come on.
flat, holding short at 1-3. Hallo? Rearming complete. Okay, ich bin ready. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Two rolling. Three rolling. Mal gucken, dass ich den nicht auf. Oh, das war ja ein komischer Hüpfer hier. Free airborne. Free airborne. Wo ist er denn? Oh, ist hier F5 langsam, ey. Hab ich dir doch gesagt. Gott. Ich habe aber 5 Sekunden, ich habe sogar mehr als 5 Sekunden gemacht. So. Zwar hier natürlich nicht auswendig, weil meine Tasten sind hier. Oh Gott. Oh. Alter, ist das Ding langsam. Ich flieg hier in Idle. Ich flieg heute nicht zu nah ran, ey. Ich muss mehr als an mein Zeug gewöhnen hier. Und dann die Tasten. Ich muss immer Tasten suchen. Ist ganz schlimm. New heading is 290. Two. Rolling out. How about you, be sure? I'm fine, thank you. I'm flying a little mission here with my friends. Welche Geschwindigkeit ist für dich noch okay? Survival, wie schnell kannst du fliegen? Ich bin gerade auf 400, guck mal, da bin ich hinter euch. Ja, komm ich dann maintaining 370. Okay. Ja, läuft. Ich fliege hier eine Mission mit den VDS und Freelancern-Leuten. Drei verschiedene Missionen zugleich. Einmal Cap, Cass und eine kleine Wasserverminungsaktion. Genau, wir sind gerade unterwegs zu dieser Mission. Drei Flugzeuge, eine F5, eine F18 und ein Harrier im Tiefflug übers Wasser. Nach, ich weiß nicht mehr, wie der Ort heißt. Ja, das ist richtig. Ich fliege die F18. Got other traffic, Eagle Flight. We are ready for departure and holding short at runway 15.
15. Ja, die F-18 ist toll. Hammerfliege. Wechseln wir mal hier. Frequenz. Sima? Ja. Ich werde mal gleich einen Bomb-Release-Test machen. Ich kündige es vorher an. Schau mal, ob meine Bombs in den Break-Modus gehen oder ob sie einfach nur so wegfliegen. Copy. Ich guck. Ja. Ja, wie in der Schweiz auch. Schweiz hat auch F-18. Okay, Pickle in 3, 2, 1, go. Ja, all break. Hat funktioniert. Ah, lol. Ah. Nicht schlecht. Nice one. So. AD hat er gesagt, dann können wir eigentlich. Ja, ja. ATC anmachen fast. Eagle Flight, Papa Bear, Hawk Flight ist on right side of your flight on the holding pattern in altitude. 3,300. Ja. Okay, flight new heading is 310. Ja. Right? Das stimmt. Aber der Eagle Flight Airborne. Ah, Mechaniker so quasi, ne? F-18 Mechaniker. Ziemlich interessanter Job, ja. Muss mich ein bisschen konzentrieren hier. Ah, okay. Das ist nice. Fenster check. Lights off, Master arm on, Radar standby. Und ECM on. Jo. ECM on. Lights off, Music on. Ja, das. Ich meine, das Problem ist, ich habe gerade neuer Joystick und Throttle. Ich fliege das erste Mal richtig mit dem Zeug. Alle Tasten sind ganz woanders. Oder es fühlt sich anders an. Deshalb muss ich mich ein bisschen... Ich entschuldige mich dafür. Es gab ein bisschen viel auf einmal.
You stupid headless freaks. Danke für den Follow, Mann. Danke, danke, danke. So. Ja. Ich meine, ich will das hier für meine Freunde nicht verkacken, ne? Wenn ich in irgendeinen reinfliege in eine Mission, ist das dann doof. Habe ich lieber ein bisschen Abstand. F5, ist ja auch schön. Zwei Schweizer Flieger hier, F5 und F18. Wunderschön. Alpha Papa Bär. Eagle Flight, habt ihr die 242 nicht eingedreht? Say again. Habt ihr die Frequenz 242 nicht eingedreht? Negative. Ja? Das ist die Frequenz vom GCI. Lustiger Fliege. Den wir wahrscheinlich brauchen, wenn er was für so Zielmarkierung haben wollt. Okay, sieh mal, deine Tag-Heading ist 335. Ach, da gibt's 335, ja. Okay. Komm. Papa Bär, mit Zielmarkierung meinst du damit die feindlichen Flugzeuge? Weil wir sind Cap, wir haben keinerlei Air-to-Ground-Bewaffnung. Nach links weggehen kannst. Ja, ich meine die Air-to-Air. Nach links? Wieso nach links? Ich mach GCI. Copy, danke. Weil dein Attack-Heading mehr Richtung Norden geht als meins. Das heißt, ich gehe vorher ein Stück nach rechts und fliege dann eine Linkskurve. Und damit ich nicht reinfliege, gehst du vorher nach links weg. Okay, links und dann zurückdrehen 335, ne? Genau, richtig. Und dann vor den mittleren Hafenausgang legen, so wie es auf der Karte markiert ist. Jawohl. Mal sehen, wie viel wir sehen mit dieser Geschwindigkeit. Ja. Ich müsste hier vielleicht mal noch durchschalten, ne? Ich glaube, ich habe den Hafen schon in Sicht. Copy. Es hupt und hupt. Okay, Flight Weapons hot. 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 Na, ich hätte einen ollen Radar leiser machen sollen. Da ist der Hafen. Südwestlich Hafeneingang. Copy. Weapons hot. Clear hot. Three break in, three, two, one, break. Oh,
Und Tiger 3, Maximum Altitude 400 Feet above Sea Level. Tiger 2, für dich gilt mindestens 400 Fuß, genauso wie für mich, Standby for Break, beziehungsweise du kannst gerade auswählen, ich mache einen Break nach rechts dann. Two copy, Minimum 400. 3 turning in. Verstanden. Sieh mal, du hast dein Ziel in Sicht. Roger, in Sicht. One breaking right, two proceed attack heading. So, wo ist der Hafen? Da. Und hoch. Release in 3, 2, 1, release. Number one release in 3, 2, 1, going in. Full release, 3, 2, 1. Spacing war ein bisschen kurz, ne? Tiger 3, rejoin. Ich habe einen Left-Hand-Turn gemacht, bin direct RTB und report engagement successful. Tiger 2, turning in hot. Ich habe jetzt 400er Spacing für die letzten drei, ne? Ja, mach ruhig. Ja, ich bin hier in den Oberhead-Bettern, in den Bettern südlich des AO. Und warte auf euch. Kobi, ich glaube, ich habe deinen Jammer auf dem Radar. Altitude? 600. Radar. Ja, hab Visual zu dir. Bist gerade auf meiner 3 Uhr. Hab dich Visual. Mach einen Left Turn der Küste entlang. Ich bin an der Küste, wo seid ihr? Ja, du bist, wir sind auf deiner jetzt 12 Uhr Position, leicht unterhalb. 12 Uhr unterhalb, okay. Flares out, flares out. Kein Visual. Unter dir jetzt. Ah, Visual. Airspeed is 300. 3.
Aber shooting right. Tiger, Mission Access, RTB. Copy that. Airspeed is 350. Two holding hands. Hi, du bist dran, oder? Copy, ich bin hinter euch. Bisschen. Musste meinen Turn noch fertig fliegen. So, nicht schlecht. Hübsch sieht es aus. Ja. Ja. Ich glaube, das ist der einzige Flughafen auf der georgischen Seite ohne Tarkan. Also Kumian habe ich auch keinen. Oh, ab nach Waypoint Zero. Ja, das habe ich nicht. Ich kann nur auf den Einser fliegen. Ich habe gar keine Wegpunkte. Okay. Blindflug. Ach stimmt. 60 Meilen. Verstanden, Speed ist jetzt 400. Wir können wissen, warum jetzt mein Gear draußen ist, weil... Sollen wir, verlangsamen? Nee, ich habe auch hier noch einen Blick. Aber ich war jetzt nur gerade in der Außenansicht, weil ich geguckt habe, ob meine Tanks runtergegangen sind und da habe ich gesehen, dass mein Gear unten ist. Machst du einen auf Percy hier? Ich weiß nicht, was stimmt beim Harrier zurzeit nicht. Und bei mir war es auch beim Start, ist mir die Tanksonde rausgegangen. Okay, Fenster auf, Formation Lights on, Jammer off, Radar Standby. Ich habe meine Formation Light schon an und meinen Jammer schon aus. Gott, viel zu früh. Viel zu früh habe ich das gemacht. War schlecht. Hätte ich warten sollen. Oh, das gibt Mecker. Mecker von Ecker. Verstanden, einer von den Folgen kann sich schon mal auf der Platzfrequenz anmelden.
Ja, Copy kann ich machen. Wie hieß denn das Ding? Gadauda, ne? Gadauda Traffic, Tiger Flight inbound from the northwest. Unbedingt, glaube ich, noch eine Screenshot-Taste auf meinem Stick hier. So eine Klack. Screenshot, Screenshot, Screenshot. War nicht schlecht. Eigentlich haben wir noch einen Battle-Check machen können. After-Battle-Check. Aber wir wollen es ja nicht übertreiben. Ich muss mich ein bisschen an meinen neuen Schubregler gewöhnen. Der hat ein bisschen andere Reichweite. Ist nicht ganz dasselbe. Aber geht schon. Ich weiß gar nicht, in welchem Flight war denn der Riss ist. So. Weiß ich jetzt gar nicht. Haben wir den vergessen? Nee. In welchem Flight war denn der Resistor eigentlich? Ich hab keine Ahnung. Aber den vergessen mitzunehmen? Kann nicht dranbleiben, er dreht zu krass. 100. Das ist doch wieder hübsch. Screenshot, Screenshot. Das ist Screenshot-Material, Mann. Checklist. Was war Heading? 150, glaube ich. Ich muss mich echt noch ein bisschen dran gewöhnen hier. So. Meilen. Genau. Ah, verstanden.
Wie hübsch ist es? Good auto traffic, Tiger Flight, inbound for full stop landing, runway 15, 10 miles to the west. Engine 2. Na, gut gemacht. Tiger 3, wir machen einen Break zusammen. Two Cop. Copy. Three Copy. Ja, einer nach dem anderen. Two Cop. Ich glaube, der Banana ist nicht mehr auf der Flight-Frequenz. Hey, Banana, ne? Banana hat ja auf 259 getan. Genau, ja. Wie viel Spacing brauchen wir da? Naja, bei drei verschiedenen Fliegern, ja, da würde ich schon ein bisschen was lassen. 15 Sekunden? Ja, sowas. Ja. Hallo, 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 Mr. Waterflyer. Welcome. Tiger 3, break left for landing. 3 breaking. Na, der sagt das sogar an. Der erste Deutsche, der DCS Stream, okay. Tiger 2, break left for landing. 2 breaking. Alter. Come over here, you stupid headless. Danke für den freaks. Follow, man. Ich frag mich gerade, wo hier mein Harrier Freund ist. Final. 2-1 base. So, das raus. Ich muss ein bisschen auf mein Zeug gucken hier. Das ist schlimm, wenn du die Tasten nicht auswendig kennst, weil du einen neuen Joystick und Zeug hast. Wo ist Tiger 3? Ich sehe den nicht. Tiger 2 on final. Na, da. Habe ich gesehen. Genau. Ein gutes Missionchen wurde da gebaut. Gute Mission, wo er gebaut hat, der Duffy. Gutes Ding. Oh. Oh. Jetzt muss er aber weg da, sonst haben wir ein Problem. Freund. Tiger 3, runway clear. Tiger 2, Touchdown. Komm schon. Bremsen. Bremsen. Rock 2 inbound. Tiger 1 on final. Ah, da war der Resistor bei Hawk, war der dabei.
Ja, scheint so. Aber ich dachte, er wollte da Bomben ins Wasser werfen. Ja, keine Ahnung. Come on, come on, come on. Runway vacate. Bin zwar noch nicht ganz weg, aber... Aber ja, so. Flaps half, takeoff trim. Ja, nice. Haben wir die Mission erfüllt oder nicht? Wo treffen wir uns denn? Ah, da hinten. Das müsste der Banana sein. Jawohl, da blinkt was. Okay, bye bye. Good outer traffic, Hawk One, inbound runway. Schönen Abend noch, mein Freund. Danke fürs Reinschauen. Sieht gut aus mit der Tiger, ne? F5, hübscher Flieger. Swiss Action. Jawohl, Octo Final. Ist aber doch kein Final, was der tut. Der Tiger One Runway, okay. Wo treffen wir hier? Eben auf dem Platz da? Ja, hier auf dem Threshold, ja. So. Hawk One, turning base on Retry 2. Das war fast Synchron Barking. Ja, ne? Hawk 2, Touchdown. Nicht schlecht. Bin gespannt, ob wir die Mission hier geschafft haben. Ich hab so irgendwie nichts mitgekriegt. Wieso Dagger? Hab ich Dagger gesagt? Ach, ich hab verstanden, Dagger. Final.
Tiger 2 shutting down engine. So. Die linke aus. Du. Den können wir eigentlich noch hoch machen hier, ne? Bist du noch im SRS? Wahrscheinlich nicht. Das ist natürlich mein Funktod. Ja, da müssen sie jetzt da, ne, mit denen labern. Chief, turn on the ground power. Copy. Ground power is now on. Ja. Hallo. So willst du es nicht. Mich verarschen. Tja, alles ausgemacht. Guck mal im Discord vorbei. Wir sind alle noch gemutet hier. Bonjour. Hallo. Tja. Ich glaube, wir haben... Data. Ich bin nicht ganz sicher, aber ich glaube, wir haben es geschafft. Oh, guckt es euch an. Oh, guckt es euch an. Wie hübsch. Zwei Schweizer Flieger hier, ne? Da steht zwar VDS drauf. Guckt es euch an. Ja, fast einen Screenshot machen dann. Wie hübsch. Oh, ich habe den Ding nicht oben hier. So. Guckt es euch an. Virtual Dragon Squadron. Jawohl. Was haben wir denn hier drauf? Virtual. Ein anderes Logo noch. Marines. Was haben wir sonst hier noch so für Fliege? So, wir da. Jo. Ja. Wie sieht's aus? Sind wir die einzigen hier oder was? Scheiße. Oh, die anderen sind auch auf dem Rückweg. Okay. Jo. Ich habe meine Maschine ausgemacht ohne Ground Power. Jetzt ist sie tot. Fertig, Funk. Ja, bei mir auch. Ich habe sie auch ohne Ground Power runtergefahren. Jetzt werden auch die der Ground Crew sagen, dass ich mich abmunitionieren soll. Request Rearming. Ja, das können wir eigentlich auch machen. Ne? MD. Hier ist auch aller MD. Oh, getankt. Jo. Ja, aber die Zusatztanks habe ich gebraucht, aber mit ganz genau 4000 bin ich gelandet jetzt. Das ja. Ist ganz genau das, was in den. Ist ganz genau das, was in den Außentanks drin ist. Das ist lustig, bei mir ist auch genau das rausgegangen, was in den Außentanks. Also wir waren, glaube ich, der Sima hat gesagt, noch 18 oder 16 Meilen oder so, dann waren wir mit die Außentanks leer. Ne, die Außentanks habe ich schon mitnehmen, habe ich schon nach dem Bomb-Release habe ich die schon rausgeschmissen.
Okay. Ja. Weil da war ich schon auf 6300 Fuel und 7700 ist ja intern. Ja, was waren's? Knappe 100 Meilen hin und zurück, ne? Ne, 89, 90 Meilen ja. Zurück. Ja, ja, schöner Skin, oder? Mit dem Landen hätten wir halt vielleicht ein bisschen was anderes machen, halt, dass ich zuletzt reinlande. Wäre das besser gewesen? Weil ich habe nämlich das Problem gehabt, weil ich gehe im Hover runter, ne? Achso. Und wie es jemand Final gesagt hat, bin ich gerade bei der Ausfahrt gewesen und ich musste die Spur wechseln. Okay. Und da musste ich voll aufs Gas steigen, dass ich... Ich hab's gesehen, ich hab schon geschwitzt. Ich dachte nur, entscheide dich einfach für eine Seite der Runway. Ja, ich dachte, nee, ich bin auf die linke Seite gegangen, weil ich gedachte, du kommst auch rechts runter gleich neben mir. Ne? Mhm. Deswegen habe ich mich mal für eine, und dann habe ich aber gesehen, dass du noch in der Luft warst und dann habe ich gesagt, okay, passt, dann wechsle ich schnell die Spur. Und dann musste ich aber echt aufs Gas treten, wäre fast umgekippt. Ja, ich hab's eben gesehen, dass du da rumstehst, da habe ich gebremst wie ein Hohle in der Luft. Ja. Ist einer direkt zum Tower gefahren, der wollte sich beschweren über irgendwas wahrscheinlich. Es ist hier Resistor. Resistor ist ja gelandet. Ich weiß jetzt nicht, ob wir den vergessen haben. Ne, der ist bei Hogflight mitgeflogen. Ja, aber ich meine, der hat ja heute Bomben, also geübt, Bomben ins Wasser werfen. Ja, er hat halt jetzt Bomben auf Land geworfen. Was machen die zwei F-18 da? Oh nein! Ist denn das Echo und Falcon oder was? Jetzt haben wir noch eine halbe Stunde übrig. Ja, krass, ne? Da müssen wir Nachbesprengung auch noch machen. Mhm. Ach schade, ich dachte noch einen schnellen Attack Run auf dem Fraternity. So, jetzt muss ich noch schnell. Ja. Ein paar Fotos habe ich auch gut gemacht unterwegs hier. Aber ich habe vergessen, mein Dings auszumachen, mein SAS und alles bei den Fotos. Schön hübsch. Weiß gar nicht, ob es bei uns schlaue Fotos gegeben hat. Mal kurz gucken. So viele Screenshots. Ach, das waren die letzten. Das müsste das hier gewesen sein. Ja. Oh, das ist... Was ist das? Der Hunter. Das ist es nicht. Das da. Das ist noch ein hübsches. Oh no, Screenshots. Gott, ich habe zu viel. Ja, ich hatte am Anfang voll die Probleme. Wegen dem Wind und der schweren Beladung. Okay. Ja, ich hatte 32.000 Pfund, das ist viel zu viel für den Harry eigentlich. Ja. Was ist denn deine Maximum? Ja, so 30.000 oder sowas ich schon. Also ich hab's gerade beim Abheben habe ich es auch gemerkt, da kam so ein Windstoß, ey. Der hat auch. Ja. Bisschen Seitenwind, ne? Ja, und ich bin ja Teil, ich bin ja im Hover-Rohr, also im Vertical Takeoff gegangen, ne? Mhm. Also Short Takeoff halt, ne? Okay. Da habe ich dann kurz schon gemerkt, bei der 150 Knoten dann plötzlich 10 Meter über der Bahn. Boah, da ist Lärm. Ja. Habe ich auch viel Schocks. Request for Arming? Nee, kein. Aber brauche ich nicht, ich muss ja die Dinge jetzt machen. Ground Crew.
Na, habe ich gar nicht. Ich habe gar keine Wheelchocks. Oh, okay. Aber ich kann mein Hammett-Mounted Device kann ich wechseln. Auf was? Also wegmachen oder was, oder? Ja, ich kann ja von links, von Meine Wheelchocks hin. Von Night NFG Wish. auf ne, ja, hier Nightwish habe ich halt ja. auf. Ich kann jetzt von NFG auf Dings, auf Sonnenbrille, also diese Sonnen. Back in action. Ah, okay. Chocks stehen. Schon hübsch, ich mag diesen Tiger. Ey. HMS, ja. Ah. Wow. Ändert sich dann. Ändert sich was bei dir dann, oder? Ja, jetzt habe ich eine schwarze Brille am Kopf halt, ne? Aber nur, du siehst es quasi, also nicht aus First Person ändert sich nichts. Doch, eigentlich schon. Was? Wird dunkler. Aus First Person kann ich schon, da kann ich das hoch und nieder klappen. Achso, und dann wird's dunkler, oder was? Dann wird's dunkler, ja. Ah, interessant. Ja. Gott, wo sind die denn? Ja, keine Ahnung, wo die sind. Die haben noch 15 Meilen. Okay, wenn sie gleich rein knallen hier. Wie viel sind noch übrig? Also Eagle Flight ist vollständig. Ah, cool. Nice. Hawkflight hat ein bisschen Probleme mit den Maschinen gehabt. Ja. Ja, wir hatten ein bisschen Probleme mit dem Spacing. Das Spacing war ein bisschen beschissen bei uns. Ich habe gerade gesehen, ich hätte es nur noch von 0,1 Sekunde auf 0,14 Sekunden stellen können. Also auch nicht wirklich viel weiter länger gewesen. Okay, ja, ich kann ja bis auf, also ich war's, fast 1000 Meter stellen, das Ganze. Okay. 1000 Fuß halt. Ja, aber wenn du da halt so überlegst, 1000, wenn du überlegst, ist eine riesen Distanz, da kommt locker ein Schiff durch. Ja. Aber irgendwie waren da diese 200. Ich hab 200 gehabt. Ja, 200 waren auch irgendwie knapp, ne? Also ich hätte ruhig keine 450, sowas hätte ich schon ruhig machen können. Ja, ich habe dann zweite Runde mit 400 gemacht, das war nicht schlecht. 400, ja. Ich bin zufrieden mit meinem neuen Gear-Zeug hier. Geil. So Whirlpool ist der Burner. Whirlpool ist der Burner, liebe Freunde. Ich bin recht zufrieden damit. Muss da noch ein bisschen mehr austesten. Was ich noch nicht zufrieden bin, sind mit den Flaps. Ich muss die Tasten irgendwie noch ein bisschen anders belegen. Weiß noch nicht was. Jo. Bin dann alles runter. Okay. Ah ja, ich bin schon runtergegangen, ja. Oh, hier donnert's. Wo versuchen die jetzt gerade zu dritt so eine gemeinsame Landung, ne? Zu viert, nebeneinander. Das Flugfeld hat nicht Platz für Fliege. Ach Mann, wie geht denn das? Kann ich gar nicht sehen. Simon, hast du deinen Stream noch an? Ja. Und wo kommen die denn? Da von Oh, der Demon geht gleich drauf mit seiner F-16. Oh, ein Hüpfer. Das war ein Hüpfer, ja. Gott. Ja, kann desync gewesen sein. Man kann sogar der Hornet machen, ey. Die hüpft nicht. Ja, und da ist 60 mit dem Center-Tank.
Wer war jetzt das bitte? Ich wollte schon sagen, einer muss da noch was machen. Wer hat denn da jetzt Falcon. In die nächste Flugshow. Hä? Ja, nicht schlecht gelandet, die vier zusammen. War nicht schlecht. Ja. Sag mal, was haben die für Skins auf ihren Fliegern? Wieso sehe ich die nicht? Weil du sie nicht angesperrt hast bei dir. Doch. Ja. Nein, er hat die, glaube ich, gar nicht, oder? Hast du die? Ich habe alle Skins von VDS installiert heute. Alle. Und Banana habe ich gesehen mit seiner F5. Wieso ja, sehe ich die 18er? Sind nicht alle 18er mit unseren Skins unterwegs? Okay. Der Irre. Ja gut, ich habe den Skin nicht drauf. Was? Jo. Komm ja voll beladen zurück hier, ey. Das war sehr schön. War nichts los da. Ja, Ivan ist besoffen. Ich penne noch. Wir hatten unterwegs eine Sam. Da ist wahrscheinlich einer im besoffenen Kopf gestolpert, noch einen Auslöser gekommen. Genau. Genau, der verdammte Lager durchgewirbelt. Aber ich hab doch irgendwas kaputt gemacht vorhin, ne? Kann das sein? Kann ich das sehen? Demon, Demon, ja, Demon, 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 Demon. Der Einzige, was hier was kaputt gemacht hat, war Falcon. Nee, ich meine, ich hab auch was ab. Ich hab auch was kaputt gemacht. Zumindest, vielleicht nicht ganz, aber ein bisschen. Falcon hat zwei Ground-Targets gemacht, ja. Und Resistor und Echo haben eine Maschine verloren. Ja, das habe ich, die habe ich verloren, richtig, genau. Was heißt, habe ich dich verloren, habe ich Gewalt gestellt, in den Wald gesetzt. Zurück zur Natur. Weil es ja recycelt war. Moment. Genau, genau, genau. Back to the nature. Back to the roots. Ja. Ja, ja, auch zu den Wurzeln, genau. Ich habe davon auch ein paar gesehen, als ich da so einschlug. Also ich kann die VDS-Tarnung sogar selber auswählen bei mir, bei meiner F18. Ja, aber ich hätte zum Beispiel auch keine drauf gehabt bei mir. Ja, nee, aber da die drei F18, die hier rumstehen neben mir, die haben alle Standard dran. Ja, wenn sie die nicht ausgewählt haben... Skandal! Das kann natürlich sein, dass die auch nicht installiert haben, dann holt er halt den Standard-Skin. Ja. Die haben definitiv Standard-Skin drauf. Ich glaube, Elmo, der ist auch dabei, der sowieso, weil der hat den Skin-Pack ja nicht. Ja. Ja, aber Fleck. Ja, Fleck hat den Skin drauf. Ich hab's geschafft, die Skins auch noch zu installieren. Was? Was? Nein! Ich glaube besser. Ich fordere eine harte, aber gerechte Strafe. Du kannst die Bomben wieder aus dem Meer fischen, die wir abgeworfen. Die Mine meinst du nicht die Bomben, die Minen. Die haben Minen. Ah ja, Minen. Minen. Das waren genau. Bomben, wo mit Filzstift Minen draufgeschrieben wurden. Ja, genau. Du kannst da jetzt hinschwimmen und kannst sie wegholen, genau. Oh, ich stehe ein bisschen weit vor mit meinem Fliegen. Ja, das geht aber nicht. Oh, unser Anflug war aber schön. Oh, da kommt ein Skin. Da kommt ein Skin. Hallo. Leute, ich bin gleich wieder da. Ich muss nur dringend das stille Örtchen aufsuchen. Bis gleich. Ja. Kann aber auch laut werden, ne? Das stille Örtchen. Oh, aber die Lando war nicht schlecht. Aber der Demon ist fast abgekackt mit seiner F-16 da. Ja, voll. Oh, ja. Ja, ja. Das war echt. Nee, das war, weil ich mit Fleck landen wollte und der ist
so langsam geworden. Ich habe ja keine Flaps, die ich raustun kann. Die gehen zwar selber raus, aber dann bin ich so langsam und dann ist sie voll abgekackt. Dann habe ich wieder Gas geben müssen, dann ist sie wieder hoch und dann, oh, das war übel. Was bist du denn geflogen? Ja, F-16. Ach, die hat keine Flaps? Doch, Flaps schon, aber die gehen automatisch. Ach so. Ja, die fliegt so schlecht, weil sie keine Lichter hat. Ja. Ja, genau. Ja. Wer war denn die kaputte F-18 am Anfang? Elmo, glaube ich, ne? Nee, Elmo war bei mir. Nee, ach so, richtig. Ja, Echo oder Felten? Bei mir war es Heile. Ich habe gedacht, Resistor ist das. Nein, 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 nein. Ja, Echo hatte Probleme mit seiner Maschine, aber ich glaube nicht, dass das die war, die gequalmt hat. Also als wir starten wollten, hat eine einen Überflug gemacht. Weil die Landung wohl nicht geklappt hat. Ja, schön. Ah, können wir nochmal gucken. Schön, guckt euch an. VDS 125. Yes. Yes. Ja, ja, da steht's. VDS 125. F-18 in grün. Ja. Na, die ist schon schick. Ja, mit Bergen hinten drauf. Ja, ja, ja. Auch ohne Bärchen. Mit VDS hinten. Ah, drauf. Der nächste. Ja. Jetzt hat er den Drachen. Jawohl. Jetzt. So ist auch ganz schick, ne? Knackig. Jawohl. Der Drache sieht aus wie von Mortal Kombat. Und so finde ich es auch ganz schick. Ja. Ist halt Winter, ne? Ja. Mhm. Ja. Hübsch, hübsch. Modenschau. F-18 Modenschau. Ist nichts verloren unterwegs? Mich meinst du? Ja, Falcon. Ich bin ja gerade das zweite Mal schon wieder gestartet. Ach so, ach so. Aber viel getroffen habe ich tatsächlich nicht. Ich habe zwei AAA weggemacht. Aber mehr habe ich da nicht gefunden. Hm. Also das, was die Mix da veranstaltet haben, das war echt Leistungsverweigerung. Guck dir das mal an, die sind gestartet, die haben keine volle Platzrunde geschafft. No. So, ich hau euch nochmal. Waren da welche in der Luft? Ja, kurzzeitig, mit 15er. Die hatten Gleitzeit heute. Gleitzeit. Welchen Kronkorken nochmal? Die haben gesagt, ich bin Beamter, ich will nicht mehr. Für die, die es interessiert. Die wollten nicht sterben halt. Doch, in der MiG-15 würde ich, glaube ich, auch zügig landen, wenn da die Rotte F-18 aufsteigt. Ja, stimmt. Gut, dann würde ich sagen, machen wir mal kurz noch Debriefing. Mhm. Ja. Erstmal Tigerflight, wie ist euer Task gelaufen? Ja, bis ich den Anflug gerade eben gesehen habe, eigentlich ganz gut. Der Survival hat die Minen in den falschen Hafen gelegt. Also da werden sich jetzt ein paar Segelschiffe freuen. Oh nein! Ups. Ansonsten eigentlich ziemlich smooth, muss ich sagen. Also wir haben nicht viel geplaudert. Ich habe mit meiner Erklärung, war ich eigentlich zu sparsam. Und trotzdem, der Anflug war eigentlich genauso, wie ich es mir vorgestellt habe. Also mit dem Turn und dann gut, der Seema hat noch einen Re-Attack gemacht, zum Glück, dadurch dann konnte er die Minen ein bisschen weiter auseinander spacen, aber ansonsten, also wir haben uns sofort wieder gefunden, sind sofort zurückgeflogen, Treibstoff hat locker gereicht, ja, Survival ist ein bisschen über Maximum Takeoff Weight gestartet, aber da bin ich schon wieder. Ja, also ich bin super zufrieden. Ja, hört sich doch gut an. Den größten Teil von den Minen habt ihr im richtigen Hafen abgelegt. Genau, richtig, ja. Aber gut, ja, damit wäre... Sechs Minen sind im falschen Hafen gelandet. Ja, kommt vor, aber...
Haben wir da auch ein bisschen Spaß. Aber wenn man die Strömung berechnet, in 2 Tagen sind sie da drüben. Ja, das reicht. Die sind ja erstmal beschäftigt, für die anderen Minen zu finden. Also von der Warte aus ist die Mission schon mal erfolgreich gewesen. Nächster Flight wäre Hawk Flight. Das war die Grenzsicherung. Wie sah es bei euch? Ziemlich ruhig, würde ich sagen. Ja. Also ich habe insgesamt 2-mal eine AAA weggemacht. Aber uns hat da nichts attackiert oder sonst viel bedroht und eine SR3 haben wir auch nicht gefunden. Wir haben zwar die Suchradars auf dem RWR gesehen, aber wir wussten jetzt nicht, wie weit die weg sind. Die haben uns auch nicht aufgeschaltet, also denke ich mal, werden die schon ein Stückchen weit weg gewesen sein. Und dann noch irgendwie extra Ründchen zu fliegen, wollten wir jetzt auch nicht. Ja, es ging ja eigentlich nur darum, die ein bisschen zu beschäftigen und sag mal, ja. Wenn die auf euch aufmerksam geworden sind, dann war der Task eigentlich auch wenn, ganz wenn gut. Wenn 2 AAA von denen im Licht aufgehen, ich glaube, dann ist da schon mal ein bisschen Aufruhr. Ja, Ruhe. Denke ich auch, ja. Tiger Flight. So, wie sah es beim Eagle Flight aus? Eagle Flight, Entschuldigung. Ja, du, beim Eagle Flight war es soweit anfangs ein wenig chaotisch. Ich habe mir offensichtlich eine falsche F-18 genommen, weil ich habe die Wegpunkte in Richtung Hafen gehabt. Konnten wir aber dann noch relativ zügig nach dem Start feststellen und sind dann erst in Richtung Target Area eingebogen, was dann halt dazu geführt hat, dass wir auch gerade, wie ich im Debriefing sehe, recht knapp an dem Einsatzgebiet der SI3 vorbeigeschrammt sind, die dann auch prompt das Feuer von uns eröffnet hat. Sind aber defensive gegangen und haben somit keine Verluste erlitten. Und haben dann ein Holding eingerichtet vor Maikopf. Mein Ziel war es halt, die Feinde möglichst auf Abstand zu bekämpfen. Ich wollte nicht zu nah ran. Und sind dann letzten Endes einfach nur in unserem Holding gekreist mit einem entsprechenden Spacing, sodass praktisch permanent ein Flieger Auge am Feind hatte oder sein Radar in Richtung Feind gedreht hatte. Und ja. Wie du schon gesagt hast, der Ivan hat entweder noch eine Party gefeiert oder sie war noch in Gange. Auf jeden Fall keinerlei Gegenwehr, dann sind wir eben zurück. Ja, ich habe gesehen, am Anfang war 20 Meilen zu weit westlich über die Grenze. Hatte ja. Wahrscheinlich mit dem Flugplan zu tun. Ja, genau. Und dadurch, dass ich meinen Flugplan abgeflogen bin, vielleicht waren dann irgendwelche Träger nicht mehr gekommen, oder? Kann das sein? Nee, glaube ich eigentlich nicht. Also wenn die Flugzeuge über einen Träger funktioniert hätten, dann hätten erstmal auch die MiG-15 nicht aufsteigen dürfen. Und zum anderen hätte ich dann den Träger so groß gesetzt, dass der von Mike-up aus zentrisch liegt. Also da wäre die auf jeden Fall reingeflogen. Warum da jetzt weiter nichts passiert ist, muss ich mal gucken. Keine Ahnung. Weitere Sache, es war ein bisschen Frequenzchaos, gerade am Anfang auch. Okay. Ich habe da teilweise Funksprüche reingekriegt auf der 240, teilweise auf der 242. Dann meine Funksprüche wurden teilweise gar nicht bestätigt. Da wusste ich nicht, ob da irgendwer zugehört hat. Das war ein bisschen chaotisch gewesen. Ich muss auch dabei sagen, gut, dass der Ivan gepennt hat, weil ich glaube, es gab mit unserem Radar ein bisschen Probleme. Ich war total blind. Ich habe noch gerade den SAM-Launch habe ich gesehen, aber ansonsten nichts. Keine Feinkontakt mit dem Radar, nichts. Und da denke ich mal, war es schon gut gewesen, dass die unten geblieben sind. Wow. Was ich auch hatte, ich konnte zum Beispiel meine Harms und Mavericks nicht auswählen, warum auch immer. Dann bin ich ja zurück, habe ein neues Flugzeug genommen und dann ging es auf einmal. Also keine Ahnung, woran das jetzt lag. Bist du losgerollt, bevor Rearming fertig war? Nee. Eigentlich nicht, nee. Hm. Timing war auch ein bisschen blöd dann gewesen, dadurch, dass Eagle Flight technische Probleme hatte vom Takeoff. Da war Tiger Flight schon raus und die waren schon ein gutes Stück unterwegs und da ist von der Ablenkung im Prinzip noch nichts gewesen.
Das heißt also, die war eigentlich auch Glück gewesen, dass da wirklich alle gepennt haben. Ja. Doch, gekonnt. Warte, was war für ein Wochentag? Freitagnachmittag? Oder war das jetzt gerade ein Samstag eigentlich? Ja, oder? Dann ist klar, dann ist die Kaserne tot. Ach so, ja. Alle ja. Voll. Der Hafen, wie ich da die Dinge ist geschmissen. Da ist ja nur ein Hafen. Was geschmissen? Mein Banana. Handy. Bitte, was? In welchen Hafen sollte ich meine Bomben geschmissen haben? In einen zu früh. In da ist ja kein Hafen, da ist ja nur der Base. Sonst gar nichts. Aber schaut das auf deinem Track richtig aus? Ich habe keinen Track gemacht, aber ich hab nämlich Dingens. Ich habe nämlich den Wegpunkt 4. Das war ja der Flughafen, also der Dingens, ne? Eigentlich der Hafen. Und ich habe den Hafen auch gesehen gehabt. In meinem DMD. Und bin nur ein bisschen ins Wasser rausgegangen. Um 5 nautische Meilen oder sowas. Warte mal kurz, ich schick dir mal. Ja, ich kann das eh, ich hab keinen Combat Flight. Lustig. Das ist ja lustig. In den falschen Hafen, das würde mich schon noch interessieren. In den falschen Hafen soll er das geworfen haben. Weil ich habe ja das, ich habe ja gesehen, wie weil ich bin hier dann rechts runter. Und dann habe ich zurückgeschaut und habe gesehen, wie es Jema und so weiter auch da reingeschmissen haben. Ach so, dann wäre mein Track vielleicht einfach nur falsch. Ja, weil ich habe nämlich da die Dinge, ich habe nämlich ganz genau meinen TMT habe ich ganz genau gerichtet gehabt auf diesen Dings, auf diese ein bisschen südlich der Insel, was da diese kleine Insel, was da im Eingang ist. Komm. Jetzt habe ich noch eine Frage. Also wenn du mal auf das Foto schaust, unser, ich weiß nicht, ob du es bekommen hast. Wo? Foto. Im allgemeinen Kanal. Ah, im allgemeinen hast du es. Und der Simon und ich, wir fliegen, also da wo die Punkte sind, ist eigentlich unser Zielhafen, das ist auch das Bullseye zu sehen. Und du bist okay, quasi hinter uns. Ja, da war ich doch ein bisschen zu früh, ja, wahrscheinlich, das könnte sein, ja. Ja. Könnte sein, dass ich doch ein bisschen zu früh war, ja. Ich habe noch eine kleine Frage. Der Hawkflight, was stand denn da alles in der Gegend rum? War da noch mehr oder? Oh, das ist aber schon eine große Frage. Da war schon tatsächlich ein bisschen mehr, ja. Aber alles AAA. Ah, okay. Ja gut, aber ja, da hätte ich ein paar hübsche Screenshots haben wir auch wieder gemacht. Wahrscheinlich. Survival hat da ein paar gemacht. Das ist halt auch zwischen Wegpunkt, wo ein paar Meilen hat, sucht da mal was irgendwo im Wald. Das ist ein bisschen schwierig. Ja, wie gesagt, den einen habe ich auch eher durch Zufall gefunden, da an der Brücke. Das ist ein schön. So, ich bin da mitten durch eine ZSU durchgeflogen und die habe ich aber nicht aufgeschalten gekriegt. Ja, eigentlich hätten wir es auch so machen können, wie du gesagt hast, hier mit dem, das ist hübsch, dass ich tief fliege und du danach Tracern Ausschau hältst oder sowas. Ja, hätten wir machen können, ist aber halt auch immer mit dem Risiko verbunden, ne? Mhm. Solange die uns nicht stören oder die anderen Flights. Ja. Aber wie gesagt, für uns war halt die SA3 interessanter, weil sie immer wieder eingeloggt hat, aber... Ja, aber wie weit war die denn weg von uns? Von euch war sie zu weit weg. Jo. Nicht in eurem Targetgebiet. Hätten wir uns an unseren Flugplan gehalten, wäre sie kein Problem gewesen. Ja, da sind wir ja da geflogen, wie okay. 3. Da hat er bei 3 schon eingedreht vielleicht? Ich weiß es nicht. Ja, du! Sonst hättest du was gesagt. Meine ich würde sagen, liebe Zuschauer, das war's. Stimmt, ja. Irgendwas Besseres finden wir nicht mehr hier. Gerade vor einer Sekunde von Nineline ein F-16 Viper Update Video gekommen. Da müssen wir gucken. Da müssen wir gucken. F-16 geht ab. Müssen wir gleich gucken. Nineline. Jawohl. Ja, aber ich bedanke mich bei euch. Das war's für heute.
Nächster Stream wahrscheinlich am Donnerstag. Donnerstag ist Araik, wo wir fliegen hier. Genau. As real as it gets. Ne? Genau. Wenn wir das möglichst real sehen. Wie es aussieht, hat das Ding Licht an. Ja, Licht jetzt. Nächsten Dienstag bin ich leider nicht dabei bei der VDS-Mission. Da muss ich arbeiten. Aber wie gesagt, Donnerstag Araik. Könnte endlich auch im Licht. As real as it gets. Genau. Können wir ja nochmal eine Nachtmission machen, also eine richtige. Cool, liebe Freunde. Ich bedanke mich. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Donnerstag ist der Plan. Auf Wiedersehen! Haut rein! Silent trees. I won't forget. You know the secrets of the late night breeze. It's all pretend. Don't you worry.